Kleinkind putzen, Staub wischen, Äpfel oder Bananen schneiden oder gar sich ein Brötchen schmieren lassen? Hä? Kann das überhaupt der Zweijährige? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir wieder über die Übungen des täglichen Lebens. Welche Vorteile haben diese Übungen für dein Kleinkind und wie du diese Übungen bereits heute zu Hause mit deinem Kleinkind umsetzen kannst? Marie Montessori entdeckte ganz schnell, dass die Kinder helfen wollten, sich um das Klassenzimmer, um Mitschüler, um die Umwelt um sich herum zu kümmern. Und da hat sie entdeckt, wenn sie den Kindern bestimmte Werkzeuge in Kindergrößen gibt, helfen die Kinder sehr gerne mit, die sind sehr konzentriert dabei und sie wollen Erfolg erleben. So sind die Übungen des täglichen Lebens ein Teil der Montessori-Methode geworden und sind pädagogisch sehr wertvoll für deine Kinder. Schritte brauchen wir, um ein Brötchen zu schmieren. Wir müssen Schneidebrett holen, wir müssen Messer holen, wir müssen das Brötchen schneiden, wir müssen aus dem Kühlschrank Butter rausholen. Wir müssen Messer waschen. Um das zu erreichen, muss das Kleinkind mindestens ein paar Jahre üben. Da sind mehrere Schritte, die involviert sind, um sich einfach ein Brötchen zu schmieren. Das heißt, mit dem Kind fangen wir mit kleinen Schritten an. Erstmal einfach üben, Brötchen sich zu schmieren. Wenn das Kind das gemeistert hat, können wir einen neuen Schritt einführen. Erstmal holen wir uns das Schneidebrett und legen das Brötchen drauf. Dann holen wir uns Butter oder Frischkäse und zeigen dem Kind, wie er sich das Brötchen alleine schmieren kann. Wenn das Kind auch das gemeistert hat, kann man einen neuen Schritt einführen. Danach muss man dann Messer waschen. Und was ist überhaupt der Sinn dieser ganzen Übungen? Und was erzähle ich denn hier? Es gibt so viele tolle Vorteile, wenn du dein Kind diese Übungen des praktischen Lebens machen lässt. Ah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Als erstes übt das Kind Konzentration. Und das ist super wichtig. Ja, du kennst wahrscheinlich, dass das Kleinkind wenig Konzentration hat. 5 Minuten und fertig, wenn überhaupt 5 Minuten. Mit diesen Übungen bildet das Kind Konzentration auf, was super wichtig, auch für später, für Schulkinder. Ja? Es ist am Anfang super schwer für Kinder, sich zu konzentrieren. Und diese Übungen, die sind Gold wert. Also, anstatt die Kinder vor dem Fernseher zu setzen, kannst du die total mit involvieren. Du musst jeden Tag Abendessen kochen. Dann nimm dein Kind auf diese Reise mit. Gib deinem Kind kleine Aufgaben. Das Kind kann Zwiebeln schälen, das Kind kann Bananen schälen, wenn er was backt. Das Kind kann viele Gemüse waschen, Karotten waschen, Tomaten waschen. Toll für das Kind, es spielt dabei mit dem Wasser, was er total liebt und macht eine sinnvolle Aufgabe. Für Selbstwertgefühl, wow, ich bin dabei, ich bin ein Teil meiner Familie, ich bin involviert und integriert und ich trage bei. Das ist ein Gefühl, was dein Kleinkind nicht vergessen wird. Ein Gefühl, autonom sein zu können, mithelfen zu dürfen. Du wirst dein Kind sehen, wie das einfach strahlt, wenn irgendwas gelingt. Der wird über beide Ohren strahlen. Er hat es selber geschafft. Die sind so klein und die wollen helfen. Gib ihm diese Verantwortung. Fang klein an, weil später wird es schwierig sein, das Kind zu involvieren und irgendwas zu machen. Deswegen fang jetzt an, wo das Kind noch 2 Jahre alt ist. Es wird diese Fähigkeiten aufbauen und später wird es kein Problem sein, sein Zimmer aufzuräumen. Die ganzen Aktivitäten im Haushalt erfordern viele Bewegung. So wird die Feinmotorik geübt. Ja, die Kinder müssen eher mit kleinen Fingerchen zum Beispiel Eier schälen. Die Grobmotorik wird geübt. Versuch mal, einen Krug Wasser zum Tisch zu bringen, ohne auszuschütten. Toll auch für die Verbindung zwischen Mama und Kind oder Papa und Kind. Wir arbeiten zusammen. Mama hat Vertrauen, dass das Kind mithelfen kann und traut ihm die Aufgaben zu. Und das ist toll für die Verbindung zwischen euch. Es sind auch unzählige Sprachmöglichkeiten. Das ist eine Karotte, das ist ein Schäler. Jetzt schälen wir die Karotte. Hier haben wir ein Messer. Jetzt werden wir kleine Scheiben schneiden. Wir machen, was weiß ich was, ein Salat. So viele Lernmöglichkeiten. Und
Das Kind lernt, autonom zu sein, selbstständig zu sein, wenn er sich selbst anziehen kann, wenn er selbst seine eigene Hose anziehen kann, eine Jacke anziehen kann, er braucht Mama nicht mehr. Was für ein tolles Gefühl. Ich kann das. Ich bin autonom, ich bin selbstständig. Das ist die Schönheit der Montessori-Pädagogik. So, was kannst du nun zu Hause mit deinem Zweijährigen machen? Lass uns sehen. Und die Übungen des praktischen Lebens sind die Grundlage für Montessori-Aktivitäten, für die sensorische Aktivitäten später. Das sind Grundlagen, die als erstes gelernt werden müssen. Und das Schöne daran, du brauchst gar nichts zu haben, wenn du jetzt zu Hause mit Montessori anfangen möchtest, dann fang mit diesen Übungen des praktischen Lebens an. Du brauchst keine Montessori-Aktivitäten zu haben und Materialien zu kaufen. Du kannst es heute schon ausprobieren. Sinnvoll ist für das Kind, bestimmte Utensilien zu kaufen in seiner Größe, sodass er besser hantieren kann. IKEA ist auch zahlreiche Quelle für diese Sachen. Schau mal mein Video dazu an. Da zeige ich dir, was du in IKEA kaufen kannst und womit du deinem Kind helfen kannst, autonom zu sein, unabhängig zu sein und im Haushalt helfen zu können.
überzeugen, das zu Hause auszuprobieren, dein Kind in die täglichen Aufgaben, die wir so haben, die eigentlich für uns lästig sind, aber für Kinder ist es eine Quelle der Lernmöglichkeiten. Probier das mal aus. Senk deine Erwartungen. Das Kind wird natürlich nicht perfekt den Tisch wischen. Das Kind wird natürlich auch nicht perfekt die Karotte schälen. Es geht hier nicht um das Ergebnis, sondern um den Prozess. Das Kind lernt haufenweise dabei. Das Kind ist beschäftigt, es muss nicht vor dem Fernseher sitzen. Du baust auch Kontakt zu deinem Kind auf und alle sind glücklich.